Am 30. Juni 2015 ist dem Kinder- und Palliativmediziner Professor Boris Zernikow im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum der Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft verliehen worden. Professor Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, begrüßte die Gäste und beschrieb die Bedeutung des mit 50.000 Euro dotierten Preises für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wir wollen mit dem Preis zusammen mit dem Stifterverband werben für etwas, was aller Aufmerksamkeit wert ist, nämlich für den Dialog der Wissenschaft mit den Medien und mit der Öffentlichkeit. Wir befördern diesen Dialog mit Gesellschaft und Öffentlichkeit mindestens ebenso, um auch auf diese Weise den Erkenntnisreichtum und die Erkenntnisreichweite von Wissenschaft und Forschung, zumal von bester und freier erkenntnisgeleiteter Forschung, deutlich zu machen. Und der Kommunikatorpreis tut das auf eine besondere Weise, denn mit ihm kommuniziert eben nicht die DFG selbst über ausgezeichnete Wissenschaft. Mit ihm zeichnet die DFG zusammen mit dem Stifterverband ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die selbst über die Inhalte und Ergebnisse ihrer Forschungen ausgezeichnet in den Medien und in der Öffentlichkeit kommunizieren. Der Präsident des Stifterverbandes, Professor Andreas Barner, betonte, dass es dem Preisträger mit seiner Arbeit gelungen sei, die Schmerztherapie für Kinder zu einem festen Bestandteil der Pädiatrie und auch der öffentlichen Diskussion zu machen. Es sind Forscher, Ärzte, Menschen wie Sie, die dafür sorgen, dass diese Themen überhaupt auf der politischen Agenda auftauchen. Und Ihre Energie, die ganz offensichtlich ansteckend ist, hat dazu beigetragen, dass man Ihnen zuhört, dass das Thema der palliativen Medizin in Deutschland wichtig wurde und dass es der systematischen oder systematischeren Forschung zugänglich gemacht wurde. In seiner Laudatio auf den Preisträger beschrieb der Vorsitzende der Auswahljury, Professor Frank Allgöwer, dass Zernikow vor allem dadurch überzeugt habe, wie er in besonders wirkungsvoller Weise Wissenschaft und Kommunikation verknüpfe. Hier sehen Sie die von Boris Zernikow entwickelte Kitteltaschenschmerzkarte. Kitteltaschenschmerzkarte zur Quantifizierung der Stärke des Schmerzes. Als ein Element dabei zeigt der Arzt dem Kind unterschiedliche Gesichtsausdrücke und lässt es dann auf das Gesicht zeigen, das am besten zum eigenen Schmerz passt. Genial, einfach, unkompliziert, praxisnah und trotzdem in der Gesamtheit mit anderen Elementen eine wissenschaftlich valide Schmerzmessung. Im Jahr 2008 wurde Zernikow von der Universität Witten-Herdecke auf den ersten Lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Palliativversorgung in Europa berufen. Für Zernikow war es von Beginn an wichtig, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass chronisch und lebensbedrohlich kranke Kinder eine spezielle Behandlung und Versorgung brauchen. Er sieht sich selber als Botschafter für die Bedürfnisse schwerst- und todkranker Kinder und Jugendlicher. In Deutschland sind das etwa 400.000. Ich fange mal an mit den Kopfschmerzen. Die werden klassifiziert nach diesem Kriterienkatalog der International Headache Society. Und da steht drin für Migräne starke Schmerzen, für Spannungskopfschmerzen schwache Schmerzen. Für Migräne Schmerzqualität pulsierend. Für Spannungskopfschmerz darf nicht pulsierend sein. Natürlich haben das wieder erwachsene Mediziner gemacht für Erwachsene. Und wir müssen jetzt nachziehen als Kinderärzte. Und wenn man jetzt die Daten der Kinder und Jugendlichen nimmt und man trägt das mal auf diesen ROC-Kurven auf, dann sehen Sie, dass alle die Kriterien, die von der International Headache Society benannt werden, zur Definition dieser Erkrankung für Kinder absolut unbrauchbar sind. Also Sie können weder die Schmerzstärke noch Pulsieren noch Rhythmik gebrauchen, um ein Kind mit Migräne zu identifizieren, was Sie dann in eine Studie einschließen. Da braucht es also noch viel Arbeit, um kindgerechte Kriterien zu definieren. Erfolgreich behandeln, wir haben so ein multimodales Konzept, Sie haben das schon gesehen in den Filmen und Bildern, das ist keine Kur bei uns, sondern es ist Hard Work für die Kinder. Ziel ist Funktionsfähigkeit trotz Schmerzen und nicht erst Schmerz weg und dann kommt die Funktion. Wir haben als erstes das auch in einer randomisiert kontrollierten Studie belegen können, dass das funktioniert. Wir haben drei Parameter erfasst und die dann zusammengefasst und ich zeichne jetzt die Ergebnisse der Zusammenfassung von Schmerzintensität, Beeinträchtigung und Schulfehltage. Und Sie sehen hier, dass es 55% der Kinder direkt nach der Therapie als geheilt gelten können, 14%, wenn sie auf die Therapie warten, 4 Wochen.
Die wissen natürlich, dass sie sie kriegen. Das hat natürlich einen gewissen Effekt. Das Spannendste aber ist, dass je länger sie Patienten nachuntersuchen, desto besser werden die, desto mehr Patienten werden geheilt. Und was wir gemacht haben, wir haben das Ganze verknüpft mit ökonomischen Faktoren, zum Beispiel die Kosten. Als einer der ökonomischen Faktoren sind Arbeitsausfälle der Eltern. Und Sie sehen hier, dass die nach 4 Monaten nach einer 3-wöchigen Therapie von im Schnitt 6 Arbeitsausfalltagen auf 0 Arbeitsausfalltagen für die Gesamtpopulation zurückgehen. Warum das auch für die ist, die nicht geheilt ist, ist, weil die Eltern zumindest gelernt haben, dass es keinen Sinn macht, mehr Ärzte aufzusuchen und zu Hause zu bleiben und dem Kind das Händchen zu halten. Komme ich zum letzten abschließenden Punkt, nämlich Zugang verschaffen. Sie sehen hier eine Analyse unserer Patienten. Wir haben das Gleiche auch mit den KICS-Daten in Deutschland gemacht, die analysiert, unsere Patienten analysiert. Was Sie hier sehen, ist das Catchment Area, 75%, oder das Einzugsgebiet einer Klinik. Und das ist signifikant abhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern. Das heißt, je höher das Einkommen der Eltern ist, desto größer die Chance, dass die Kinder den Weg zu uns finden. Und das ist der Beginn so einer sozialen Ungerechtigkeit, selbst in der Pädiatrie, die wir eigentlich uns alle für Deutschland gar nicht vorstellen können. Wir sind stolz auf unser Versorgungssystem, aber dass Kinder aus armen Familien den Weg gar nicht zu uns finden, das ist schon etwas, was uns sehr bedrückt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Abschluss der Preisverleihung erwartete das Publikum einen Überraschungsgast. Der Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian und Schriftsteller Dr. Eckart von Hirschhausen. Und deswegen bedanke ich mich auch im Namen der Öffentlichkeit und der Steuerzahler bei der DFG, dass sie sich getraut hat, diesen Schritt zu machen. Denn ich weiß, das ist nicht einfach. Es ist leichter, jemanden auszuzeichnen für Signalwege in der Zelle, als jemanden auszuzeichnen für Signalwege aus der Zelle raus. Aus dem Elfenbeinturm raus. Das Lachen gegen Schmerzen hilft. Das können Sie sich selber beweisen in einer kleinen Studie mit einem Hammer. Du hast es vorhin erzählt. Nehmen Sie einen Hammer und hauen sich 2-mal auf den eigenen Daumen. Einmal alleine und dann nochmal in Gesellschaft. Sie spüren den Unterschied. Alleine tut es lange weh. In Gesellschaft muss ich über mein Missgeschick lachen und der Schmerz lässt nach. Und deswegen sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Applaus